Willkommen zurück zum Modul 426 Software mit agilen Methoden entwickeln. Heute möchte ich Ihnen die Musterlösungen für das Python Warm-up zeigen. Das Python Warm-up haben Sie nur gemacht, wenn Sie vor den Ferien noch in der Schule waren. Das heißt, es betrifft die IMS-Klasse vom Montag. Die beiden Klassen vom Freitag hatten ja bereits frei. Es ist eine optionale Lösung und ich zeige Ihnen aber trotzdem hier die Musterlösung, damit Sie das mal bei Gelegenheit durchspielen können, wenn Sie das wollen. Ich gehe auf das Repository und wie immer mache ich einen Fork und anschließend kopiere ich die SSH-URL des Repositories, öffne mal Visual Studio Code und klone das Repository zu mir, lege es mal auf dem Desktop ab und ich öffne es gleich. Die erste Aufgabe ist einmal, also bevor wir mit der ersten Aufgabe anfangen, geht es mal darum, Python zu installieren. Ich mache das ganz kurz. Ich habe das schon installiert bei mir. Sie können die Installationsanweisungen befolgen. Mit pip oder besser mit Python --version finden wir die Python-Version heraus, 3.11.2, das ist aktuell, und mit pip-version sehe ich noch, dass ich pip installiert habe in einer entsprechenden aktuellen Version. Das soll mal reichen, also das sollte kein Problem mehr darstellen. Und sonst, wenn Sie es noch nicht haben, ist hier eine Anleitung für Windows. Wir fangen jetzt direkt mit den Übungen an. Und die erste ist auch die einfachste, FISBUS, die kennen Sie auch schon aus dem Modul 346. Das ist ein Spiel, das man am Lagerfeuer spielt. Es geht von Person zu Person. Man zählt Zahlen hoch. 1, 2, 3 und so weiter. Aber man spricht nicht jede Zahl aus, sondern wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, spricht man FIS aus. Wenn sie durch 5 teilbar ist, spricht man BAS aus. Wenn sie durch 3 und 5 teilbar ist, spricht man FISBAS aus. Und sonst, wenn keine dieser 3 Bedingungen zutrifft, spricht man einfach die Zahl aus. Und die Aufgabe ist eben jetzt, das auszuprogrammieren. Das ist schon ein vorgegebenes Programm. Also im Ordner FISBUS gibt es einen main.py mit der Funktion FISBUS. Und dem Programm kann man eine Zahl, einen Parameter mitgeben, also bis wie weit gezählt werden soll. Und wenn wir das so aufrufen, bis zu 16, sollte es dann so aussehen, also 1, 2, FIS, 4, BAS, FIS, 7, 8 und so weiter. Hier, wo 15 wäre, steht FISBUS. Dann noch ein kleiner Tipp, Sie können die Range-Funktion verwenden und den Modulo-Operator %. Wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was das macht, schlagen Sie das nach. Ich zeige einfach mal, wie man es verwendet. Zuerst noch schnell das main.py, wie das aufgebaut ist. Die Programme hier sind jeweils recht analog zueinander aufgebaut. Die Struktur ist immer etwa die gleiche. Ich gehe jetzt einfach schnell noch durch, was das Ganze so macht. Also die erste Zeile ist eine sogenannte Shebang-Zeile, also Hashbang nennt man das eigentlich und das kommt aus Unix. Und dort gibt man den Pfad zum Interpreter an, damit das Programm nicht mit der Shell ausgeführt wird, sondern mit dem Python-Interpreter. Auf Windows funktioniert das nicht genau gleich, aber man kann auch hier Python einfach angeben. Und dann sollte es vielleicht sogar funktionieren. Ich probiere es einfach jetzt mal. Main.py. Ah ja, es wurde gestartet und erkannt, dass ich keinen Parameter n gegeben habe. Ich mache das mal. Okay, es macht jetzt nichts, aber dieser Shebang-Mechanismus funktioniert eigentlich. Und das Skript ist als ausführbar markiert. Das ist mal wichtig. Gehen wir weiter. Import sys. Das brauche ich dann weiter unten. Sie sehen es hier schon. Wozu? Zuerst aber noch die Funktion FISBUS, die habe ich weiter oben deklariert. Die erwarten Parameter n und im Moment macht die nichts. Steht einfach pass drin. Also wenn ich bei Python einen Codeblock habe, aber nichts darin, keine Anweisung drin habe, dann hätte ich einen Syntaxfehler. Darum schreibe ich pass hinein, dann weiß es, okay, die Funktion macht jetzt einfach mal nichts hier. Und hier dann der entsprechende To-Do-Kommentar, dass ich die Funktion implementieren soll. Jetzt den Rest müssen Sie eigentlich nicht beachten. Ich erkläre es trotzdem mal. Zuerst mal diese Bedingung if name gleich main mit diesen beiden Underscores. Man nennt das auch Double Underscores oder
kurz Thunder in Python, also ein Thunder-Name ist das hier. Das ist der Name des Moduls. Und wenn der Name des Moduls Main lautet, dann soll der folgende Code ausgeführt werden. Das ist so ähnlich wie eine Main-Methode in C-Sharp oder Java. Der Mechanismus ist folgendermaßen. Wenn Sie diese Datei hier importieren irgendwo, ist dieser Name, entspricht dann ungefähr dem Dateinamen, also soll einfach Main heißen. Wenn man es hingegen direkt mit dem Python-Interpreter ausführt, dann ist dieser Name wirklich genau dieses Thunder Main. Sieht genau so aus. Und so kann man unterscheiden, ob das Modul irgendwo importiert wird und nur Teile davon verwendet werden oder ob man dieses Modul eben als Main-Script ausführen möchte. Und wenn diese Bedingung zutrifft, haben wir quasi hier den Main-Teil. Also das wird dann von oben nach unten ausgeführt. Das ist ein Muster, das Sie häufig sehen bei Python-Skripten. Was machen wir weiter? Try Accept. Sie kennen vielleicht Try Catch von C-Sharp und Java. Also wir versuchen etwas, das möglicherweise eine Exception auslöst und behandeln dann diese hier nicht wahnsinnig ausgeklügelt. Was probieren wir? Eben dieses Sys von vorhin. Das hat eine Eigenschaft RGV, also Argument Vector. Das sind die Kommandozeilenargumente, die man mitgibt. Und ich greife da, das ist eine Liste, auf den Index 1 zu. Das wäre jetzt genau dieses hier. Auf Index 0 wäre dieser Programmname. Interessiert uns aber hier nicht. Dann verwenden wir hier 1 und wir konvertieren es direkt zu einem Integer. Und das kann eben scheitern, wenn ich hier zum Beispiel keine 5 angebe, sondern ein X. Und dann wird eben ausgegeben, dass nicht funktioniert. Also entweder wenn es diesen Index nicht gibt oder diese Konvertierung nicht funktioniert. Werden verschiedene Exceptions ausgelöst. Ich fange einfach allgemein alle Exceptions ab und sage dann einfach, es wurde falsch verwendet. Weil in beiden Fällen ist das Problem und gebe dann aus, wie man es richtig verwenden sollte. Also Usage Sys RGV 0, das ist dann eben dieser Name da vorne, der dann wieder schön ausgegeben wird und eben in eckigen Klammern dieses N soll heißen, dass ich hier eine Zahl mitgeben muss. Sys Exit 1 bedeutet, dass ich das Programm hiermit verlasse und zwar sofort und den Fehlercode 1 zurückgebe. Den kann man dann prüfen mit $Fragezeichen. Ist eine 1. Wenn ich es hingegen korrekt ausführe, dann ist eben das eine 0 und weil Sys Exit 1 nicht ausgeführt worden ist. Okay, das wäre mal so die Erklärung von der Struktur. Hier unten wird dann direkt die FISBAS-Funktion aufgerufen. Das heißt, wir können eigentlich direkt dort weitermachen. Also springen wir hier nach oben und schauen, was passiert. Ich kann vielleicht noch ein bisschen den Code größer machen oder das Ganze maximieren. Sollte ein bisschen besser lesbar sein. Also fangen wir an. FISBAS-To-Do-Implement. Mehr steht da nicht. Die Regeln haben wir hier im README. Ich kann es auch mit Ctrl-Shift-V rendern. Könnt ihr die dann hier so nachschauen. Viel Spaß. Also macht das mal links auf. Und hier rechts die Anleitung. Das kann ich mal zuklappen. Also wie machen wir das jetzt? Ich lösche jetzt einfach mal diesen To-Do-Kommentar raus und dieses Pass. Jetzt wollen wir hier Code einfügen. Was haben wir zuerst? Wir haben jetzt den Parameter n. Der gibt uns die Obergrenze an, bis wohin wir die Zahlen durchiterieren sollen. Und wir fangen von 1 an. Es gibt verschiedene Varianten, wie man so einen Loop programmieren könnte. Und ich möchte Ihnen direkt den idiomatischen Python-Weg zeigen, also so wie man es in Python gewöhnlich macht. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass hier so eine Range-Funktion gibt, eine eingebaute Range-Funktion, die Sie verwenden können. Um das auszuprobieren, können wir mal unten einen Python-Interpreter starten und dann geben wir mal ein, zum Beispiel Range 10, schauen wir mal, was passiert. Range 0 bis 10 hilft uns jetzt nicht besonders weiter. Vielleicht probieren wir mal einen Loop for i in Range, machen wir mal 3, dann unten eingerückt print i. So, was passiert jetzt da? 0, 1, 2 wird ausgegeben. Ist nicht genau das, was wir wollen. Also Range 3 offenbar hat den unteren Index 0. Es fängt bei 0 an. Und dann die Obergrenze 3 ist exklusiv. Das heißt, es geht nur bis 2. Wir wollen aber nicht von 0 bis n-1, sondern von 1 bis n gehen.
versuchen wir das mal anders. Range gibt es auch mit zwei Parametern, einem Startparameter und einem Endparameter. Die dritte Variante mit dem Step-Parameter schenken wir uns, die Schrittweite ist bei uns immer 1. Also for i in Range 1, 3, jetzt können wir noch ein plus 1 hinten hinzufügen, also können auch 4 schreiben, aber ich will das hier so ausdrücken. Print i, genau, jetzt habe ich 1, 2, 3, also genau das, was ich wollte. Das heißt, ich muss die Untergrenze explizit mit 1 angeben und bei der Obergrenze, die jetzt eben 3 wäre, noch plus 1 dazu rechnen, damit es eben inklusiv ist. Können das mal hier reinschreiben. Also nutzen Sie diese interaktive Möglichkeit von Python. Kann hilfreich sein. Jetzt geben wir einfach mal i aus. Machen es ganz einfach. Gehe hier unten raus. Exit. Und jetzt führen wir FISPASS aus. Und wir nehmen mal die Zahl 7. Okay, sieht mal von 1 bis 7 alles ausgegeben. Soweit so falsch. Aber Der Ansatz wäre schon mal richtig. Wir haben jetzt alle Zahlen im Zugriff. Die Frage ist nur noch, was wir jetzt genau machen müssen. Schauen wir uns mal die Regeln an. Also wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, geben wir FIS aus. Und wir prüfen Teilbarkeit mit dem Moduloperator Prozent. Gehen wir wieder in den Python-Interpreter. Sagen wir mal 10 modulo 3 gibt 1, also Rest 1. 10 geteilt durch 3 gibt 3. Und 3 mal 3 gibt 9, das heißt, der Rest ist 1. Also gibt uns den Rest zurück. Und ich programmiere jetzt einfach mal diese Regeln von oben nach unten aus. Sie werden dann sehen, dass es vielleicht nicht die richtige Vorgehensweise ist. Aber wir machen es mal ganz naiv. Und bei Python mit if prüft man Bedingungen. If i modulo 3 gleich 0. Dann geben wir eben FIS aus. Sagen wir mal else print i. Also durch 3 teilbar oder nicht durch 3 teilbar haben wir jetzt im Griff. Unten haust du den Interpreter raus und starte das Skript wieder. Jetzt, wie sieht es aus? 1, 2 FIS, 4, 5 FIS, 7, ja. Also Teilbarkeit durch 3 haben wir gelöst. Schauen wir weiter. Teilbarkeit durch 5. Jetzt machen wir das am besten dazwischen und bei Python heißt es eben elif, nicht elsif, sondern elif. I modulo 5 gleich 0, print pass. Führe das aus. Jetzt haben wir hier 1, 2, FIS, 4, pass, genau hier werde 5, das hat funktioniert. Kann es auch ein bisschen weiter treiben, gehen wir mal bis zu 14. Also 1, 2, FIS, 4 Bass, FIS, 7, 8 FIS, Bass, das wäre die 10. Ja, das stimmt soweit. Jetzt Zahl durch 3 und 5 teilbar, FIS, Bass. Mach es mal ganz naiv und falsch. Ich füge es einfach hier unten an. Modulo 3 gleich 0, auch mit 2 Bedingungen. Und i Modulo 5 gleich 0, print FIS, Bass. Jetzt gehe ich aber weiter bis zu 20. Schauen wir, was passiert. Was ist die erste Zahl, die durch 3 und 5 teilbar ist? Die Zahl 15. Hier wird aber FIS ausgegeben und nicht FIS-Pass. Das Problem ist, die Bedingung hier trifft bereits zu, dann wird das ausgeführt und die weiteren Bedingungen werden ignoriert. Das heißt, vergeht dann direkt zum nächsten Durchlauf. Darum ist die Reihenfolge dieser Bedingungen eben wichtig. Und wir müssen das hier nach oben nehmen. Also die unwahrscheinlichste Bedingung am weit oben. Und dann die anderen Bedingungen. Und jetzt sollte es hoffentlich besser aussehen. Dort, wo vorher 15 war, ist jetzt FIS-Pass und der Rest sollte auch noch stimmen. Soweit, so gut. Das wäre eigentlich jetzt fertig. Aber wichtig, ich habe gesehen, 15 ist die erste Zahl, auf welche diese Bedingung hier zutrifft. Durch 3 und 5 teilbar. Das Interessante ist jetzt, eine Zahl, die durch 3 und 5 teilbar ist, ist auch gleichzeitig durch 3 mal 5 teilbar, das heißt durch 15 teilbar. Und so kann ich diese Bedingung hier vereinfachen. Das ist ein mathematischer Zusammenhang, den kann ich jetzt nicht beweisen. Aber das sollte eigentlich das Gleiche machen. Also die 15 war jetzt FIS-Pass. Jetzt können wir es natürlich weiter treiben bis zu sagen wir mal 100.
Dann sehen wir, wo FISPAS steht. Also die Zahl 90 wäre hier. Die ist durch 15 teilbar, das heißt durch 3 und 5. Ja, das stimmt. Wo steht sonst noch FISPAS? Bei 75 kann ich durch 3 teilen, gibt 25 durch 5 teilen, gibt 10, 15 und so weiter. Also wenn Sie diesen Zusammenhang hier sehen, können Sie das Ganze vereinfachen. Das wäre mal das ganze Programm gewesen, so eine Einstiegsübung, die aber doch noch recht viel Python-Wissen abverlangt, also ideal zum Einstieg. Ich füge das im Staging-Bereich hinzu. Exercise 1, FISPAS und ich pushe das. Okay, das wäre es von der ersten Aufgabe gewesen. Fahre dann gleich im nächsten Video mit der zweiten Aufgabe fort. Bis dann.